Dieses Haus ist eher mau. Herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf die Filmfabrik. Diesen Donnerstag am 28. Mai kommt Poltergeist in die deutschen Kinos. Die Altersfreigabe ist ab 16 und der Film ist ein Remake vom 1982 erschienenen Poltergeist, der von Steven Spielberg produziert wurde. Das Original führte zu zwei Sequels und einer TV-Serie, mit denen Spielberg aber nichts zu tun hatte. Nun ist Sam Raimi an Spielbergs Stelle getreten. Den kennt ihr vielleicht als den Regisseur der Tobey Maguire Spider-Man-Trilogie, von Tanz der Teufel oder Drag Me to Hell. Außerdem hat er Regie im sehr, sehr, sehr witzigen Armee der Finsternis geführt. Und nun hat er ein Remake von Poltergeist produziert, bei dem Gil Keenan, der Regisseur der Filme Monster House und City of Ember, Regie geführt hat. In Poltergeist geht es um die fünfköpfige Musterfamilie Bowen, die in ein neues Haus zieht. Übrigens, obwohl die Mutter Hausfrau ist und der Vater kurz vorher entlassen wurde, aber egal. Und schon an Tag 1 beginnen mysteriöse Dinge zu geschehen und es artet immer mehr aus in offene, brutale Angriffe von Poltergeistern, bis an einem stürmischen Abend die jüngste Tochter in eine Welt zwischen Realität und Tod entführt wird. Die Bones gehen nicht zur Polizei, nein, sondern zu den Ghostbusters. Nicht ganz, sie wenden sich an das Institut fürs Paranormale an der lokalen Universität und die wiederum wendet sich an Kerrigan Burke, einen berühmten Geisterjäger aus dem Fernsehen. Poltergeist ist kein langsamer Horrorfilm wie beispielsweise der Babadook, der ja Anfang Mai in die Kinos kam. Nein, in Poltergeist selbst wird es genau erklärt. Poltergeister sind laut, aktiv, Poltergeister machen Action. The Poltergeist is different in that it's more kinetic. It more interacts with the environment. Sometimes it even follows behind a specific person. So wird zu keinem Zeitpunkt auch nur so getan, als könnten die Geschehnisse im Haus normalen Ursprungs sein. Nein, die Poltergeister sind real. Das hat den Vorteil, dass wir ganz schnell zur Action kommen. Und eines kann man dem Film sicher nicht vorwerfen, er ist nie langweilig. Die Handlung baut sich sehr schnell auf, und zwar visuell einwandfrei. Das sieht alles ganz gut aus, was wir da sehen. Wir halten uns nicht lange an Charakterentwicklung auf. Die Poltergeister wollen sofort ans Eingemachte. Als Kind fand ich das Original aus den 1980ern wahnsinnig gruselig. Letztens habe ich ihn nochmal gesehen. Heute finde ich ihn nicht mehr so ganz angsteinflößend. Erstens sind die Effekte nicht gut gealtert und zweitens hat der Regisseur Tobe Hooper dafür zu viel Albernheit in die Handlung gelassen. Beispielsweise, wenn der Vater nachts auf dem Bett rumhüpft, während die Mutter drin liegt, kifft und sich nicht ganz nachvollziehbarerweise kaputt lacht. Aber das ist ja nicht schlimm. Der 82er Poltergeist macht trotzdem viel Spaß und das kann man vom Remake nicht so 100%ig behaupten. Und als Remake muss man ihn nun mal mit dem Original vergleichen und gegen den stinkt er nun mal ab. Das Schlimmste am Remake sind nämlich die Figuren und wie sie von den Schauspielern gespielt werden. So sehr ich Sam Rockwell auch immer gemocht habe, vor allem in Moon, so sehr hat er mich genervt in Poltergeist. Er soll einen lockeren, witzigen Familienvater spielen und das wirkt leider vollkommen aufgesetzt und gezwungen. Auch die anderen Schauspieler im Film funktionieren einfach nicht. Die Tochter, gespielt von Saxon Schabino, soll den ganzen Film eigentlich nur weinen und Angst haben und leider versagt die unglaubwürdige junge Schauspielerin da auf ganzer Linie. Oder nehmt beispielsweise mal das kleine entführte Mädchen aus dem originalen Poltergeist. Das ist Heather O'Rourke, die übrigens leider schon im Alter von 13 Jahren verstorben ist. Und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe als Kind, lief es mir echt eiskalt den Rücken herunter. Und im Remake ist das nun Kennedy Clemons. Wer da gecastet hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, das funktioniert einfach gar nicht. Spielbergs Poltergeist erschien 82, also 2 Jahre nach Erscheinen von Star Wars Episode 5, mitten im Krieg der Sterne-Hype. In Poltergeist gab es damals sehr viele kleine Anspielungen. Der Junge hatte beispielsweise Star Wars Bettwäsche, eine Darth Vader Actionfigur und so weiter. Auch diese ganzen Anspielungen fallen im Remake weg. Der neue Poltergeist wurde produziert von Metro-Goldwyn. Die Rechte an Star Wars liegen wie bekannt bei Disney. Das wird sicherlich der Grund gewesen sein, dennoch so ein kleines, sehr, sehr, sehr bedauerliches Detail. Eine weitere Besonderheit am Original war, dass die Welt, in die die jüngste Tochter gekidnappt wird, nie wirklich gezeigt wurde. Poltergeist hat die Fantasie des Zuschauers angesprochen, man sollte die Lücken selbst füllen. Darauf hat das Remake gepfiffen und die Zwischenwelt visualisiert. Und das hätte deutlich schlechter und uncooler aussehen können, aber allein die Tatsache, dass es dem Zuschauer so offen auf den Teller gelegt wird, nein, das hat den Grundgedanken des Films für mich angegriffen. Man versucht dem Original etwas hinzuzufügen, um sich selbst eine Existenzberechtigung zu geben, aber irgendwie geht das schief.
Das Remake trägt zwar einen schönen, schicken neuen Anzug, ist aber nicht so unterhaltsam, nicht so pfiffig und auch nicht so sympathisch wie das Original. Ob ihr ihn sehen müsst, das müsst ihr wissen. Von mir bekommt er auf jeden Fall nur magere 4 von 10 eingenästen Unterhosen. Wenn ihr mit älteren Filmen partout nichts anfangen könnt und das Original einfach nicht sehen wollt, dann geht ins Kino, schaut euch das Remake an. Ein paar Gänsehautmomente gibt es auf jeden Fall, Stichwort Bohrmaschine. Erwartet aber trotzdem nicht zu viel. Unterhaltsam ist er schon, im Großen und Ganzen aber eben nur durchschnittlich. Aber wenn ihr unbedingt andere gute Geisterfilme sehen wollt, dann empfehle ich euch The Conjuring, der kam 2013 raus, den mochte ich persönlich sehr. Oder The Others mit Nicole Kidman von 2001, auch ein guter Film. Und zu dem australischen Horrorfilm Der Babadook, der ja zurzeit im Kino läuft, habe ich ja schon vor ein paar Wochen eine Kritik gemacht. Zu der kommt ihr, wenn ihr hier klickt. Und verratet mir doch, was sind denn so eure Lieblingsgruselfilme und was sind für euch gute Remakes? Schreibt eure Meinung wie immer in die Kommentare, ich lese die gerne und ihr wisst ja, dass ich immer, wenn ich kann, auch antworte. Ansonsten vergesst nicht, unsere neuen Social-Media-Kanäle zu abonnieren. Und hier unten habe ich euch außerdem auch noch den Trailer zu Poltergeist verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, zum Beispiel morgen um 18 Uhr. Ansonsten, guckt einen Film, geht ins Kino. Bis zum nächsten Mal mit Al Pacino.